Simak Büchel. Ich bin Kinderbuchautor und war in den letzten Jahren immer wieder in Afrika unterwegs, habe dort viele meiner Geschichten entdeckt und nach Hause mitgebracht. Ich begreife mich also ein klein wenig als Geschichtenerfinder, Geschichtenfinder und als Forscher im Reich der Fantasie. Und heute lese ich eine kleine Geschichte oder ein Stück einer Geschichte, nämlich von Himili fürchtet die Finsternis. Himili ist eine Tüpfelhyäne in Ostafrika. Und was bei Himili so passiert, das erfahren wir jetzt. Himili war eine junge Hyäne und fürchtete die Finsternis. Seine Augen hatten die Farbe von Karamell und blickten immer ein wenig verträumt und ängstlich in die Welt. Mit seinem Clan wohnte er in einer großen, sandigen Höhle, die im Zentrum ihres Reviers lag. Von dort brachen die Erwachsenen Nacht für Nacht auf, um auf Jagd zu gehen oder ein verendetes Tier aufzustöbern. Dabei schlichen sie bis an die Grenzen ihres Reiches. Im Osten bis zum Machwa-Fluss, wo die Flusspferde nachts nackt badeten. Im Süden bis zur Salzlecke der Büffel und Gnus, im Westen bis zum kleinen Wasserfall und im Norden bis in Sichtweite der verlassenen Farm Weyusi. Himili traute sich nachts überhaupt nicht aus der Höhle und dabei war er schon ein Jahr alt. Er hätte also jagen und Spuren lesen und schnüffeln lernen müssen, wie seine Geschwister und Cousins auch. Diese hänselten ihn bereits wegen seiner Ängstlichkeit und gingen mit den Erwachsenen auf Streifzug. Himmelis Schreckhaftigkeit war mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden, denn wann immer sich jemand etwas nicht traute, fragten die anderen gleich: Bist du Himmeli oder was? Etwas anderes machte die Sache für Himmeli aber noch viel schlimmer. Zu aller Schreckhaftigkeit kam auch noch hinzu, dass er furchtbar stur war. Nicht genug, dass er den Bau bei Nacht nicht verlassen wollte. Nein, Himili wollte dort auch nicht allein zurückbleiben. Schon bei dem bloßen Gedanken daran machte er sich ins Fell. Himili bibberte und schlotterte und bettelte so lange, bis eine erwachsene Hyäne mit ihm zu Hause blieb. Dann kuschelte er sich ganz dicht an sie und lutschte an seiner Pfote, bis er eingeschlafen war. Alle anderen machten Witze über ihn. Schließlich war er kein Welpe mehr. Und auf der Jagd fehlte regelmäßig ein Onkel, der für Himili den Babysitter spielen musste. Alle waren sauer auf ihn. Doch Himili merkte lange Zeit nichts davon. Erst an einem schönen Nachmittag kam für ihn das böse Erwachen. Er lag gerade dösend in der Sonne, blinzelte von Zeit zu Zeit, wenn ihm eine Termite über die Fußballen lief, und schnarchte leise. Etwas abseits, auf einem Hügel, saßen die alten Hyänenfrauen beisammen und unterhielten sich. Es war eine ausgesprochen ernste und erregte Unterhaltung. Sie redeten über Himili. So geht das nicht weiter, knurrte Onkel Sarah und bleckte die Zähne. Moment mal, Onkel? Sarah? Wundert euch nicht zu früh, denn bei den Tüpfelhyänen heißen Frauen wie Männer Onkel. Vor allem wohl, weil die Frauen häufig etwas größer und kräftiger sind und weil sie einen Pimmi, naja, weil sie von den Männern eben nicht auf den ersten Blick zu unterscheiden sind. Auf den zweiten meistens auch nicht. Er ist eine echte Schande für unseren Clan. Ein Weichling. Ein Weichei, stimmten andere Onkel zu und keckerten auf Hyänen. Die Tage verpennt er in der Sonne und nachts traut er sich nicht aus der Höhle. Unmöglich, der Kleine, unmöglich. Ein richtiger Schisser, sage ich. Ein Hyänenschisser. Das macht unseren hart erarbeiteten Ruf kaputt. Kaputt, sage ich. Himili
sollte seine Lektion lernen«, knurrte Onkel Rebecca und blickte finster zu ihm hinüber. »Friss oder stirb, sag ich.« »Seine Lektion lernen.« Onkel Rebekkas Augen waren nur noch Schlitze, aus denen es blitzte. Aber wie? Die Onkel überlegten angestrengt. Noch näher rückten sie zusammen, so nah, dass sich ihre pelzigen Schultern berührten. Sie steckten die breiten Schädel zusammen und tuschelten. Hin und wieder warf eine von ihnen einen Blick aus dem Ring und starrte auf den dösenden Himili. »Wie wäre es, wenn wir...« hörte man Onkel Sarahs Stimme, die dann noch leiser wurde und in einem heiseren Bellen endete. »Ui, ui, ui!« und »Oh!« machten die anderen Onkel und keckerten ebenfalls. »Vorzüglich, ausgezeichnet!« »Großartiger Plan!« »Friss oder stirb, sag ich!« »Könnte klappen, könnte klappen, wird ihm jedenfalls eine Lehre sein.« Mit einem Mal öffnete sich der Kreis der Onkel und sie schritten langsam auf Himili zu. Die anderen Hyänen, egal welchen Alters, merkten auf, stoppten mitten im Spiel und zogen die Schwänze ein, als sie das Tribunal der Alten bemerkten. Ihre Schatten fielen lang und bedrohlich den Hügel hinab, schoben sich über Himilis Nase, über seine Augen und Ohren. Onkel Rebekka räusperte sich. Doch Himili schmatzte nur im Schlaf, drehte sich auf den Rücken und streckte ihnen seinen weichen Bauch entgegen. Die Onkel verdrehten die Augen. Erst nachdem ein ortsunkundiger Pillendreher seinen Dungball direkt vor Himilis rechtes Nasenloch geschoben hatte, wachte dieser mit einem gewaltigen Niesen, welches übrigens Käfer und Dungball fortschleuderte, auf. Himilis Magen knurrte. Da erst bemerkte er die finster blickenden Onkel direkt über sich und grinste. Hallo, lieber Onkels, gähnte er. Danke, danke der Nachfrage. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Mit einiger Anstrengung rollte er sich auf den Bauch, reckte sich, dehnte die Vorderbeine und versuchte, ganz besonders herzlich zu lächeln. Himilis karamellfarbener Blick wanderte dabei von einem Onkel zum nächsten. Er legte den Kopf schräg und überlegte. Die Onkel verzogen noch immer keine Miene. Machte er nach einer Weile, näherte sich ganz behutsam Onkel Ruth und rieb seinen Kopf an ihrer Schulter. Wann gibt es denn was zu essen, Onkelchen?« Aber Onkel Ruth fletschte nur spöttisch die Zähne und zischte. »Das wirst du schon sehen, Himmi.«